Da bist du bei mir ja genau bei der richtigen, kurz und knapp. Super. Okay, ich versuche es. Wie fange ich an? Also wenn du, ich habe mir ja nicht vorgenommen, ich will genau hierhin kommen und das ist mein Ziel. Ich glaube, es gibt Menschen, die gehen so ran an eine Sache, sagen, da möchte ich in 5 Jahren sein und da in 10 und wissen genau, das wollen sie machen und haben vielleicht sogar sowas wie eine Struktur da drin. Ich bin da irgendwie immer so reingerutscht und es wurde einfach mehr und mehr. Und im Nachhinein würde ich sagen, also ja, es gibt natürlich Phasen, die sind anstrengend, die sind auch stressig und man hat immer wieder Zeiten, wo man Angst hat, das geht nicht weiter, weil eben es gibt ja keinen Leitfaden so für diesen Beruf. Sprecher, okay, ich bin Schauspielerin, aber das reicht noch nicht. Also im Moment würde ich sagen, das ist der beste Beruf, den man haben kann, weil ich total glücklich damit bin, so wie es gerade ist. Ist toll, ich kann es super vereinbaren mit Familie und es macht Spaß, es ist abwechslungsreich. Es gibt Phasen, da habe ich echt kaum Zeit für mich oder für irgendwelche Extras, also wie regelmäßig zum Sport gehen oder sich entspannen und sowas, da ist es dann schon echt stressig und dann heißt es auch, Wochenende fällt aus oder wenigstens einen Tag vom Wochenende steht man irgendwo und arbeitet. Oder es ist einfach auch Vorbereitung natürlich. Also so ein Hörbuch will ja auch vorbereitet sein. Das heißt, manchmal sitze ich dann zwar zu Hause auf dem Sofa und sehe total aus, als würde ich mich gerade entspannen. Und die Kinder denken schon wieder, ah, Mama hat frei, sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa und trinkt Tee. Aber in Wirklichkeit, ja, ich arbeite dann auch und bereite mich halt vor. So, ich habe angefangen mit dem Sprechen. Da war mein zweites Kind gerade geboren. Oder, naja, gerade geboren ist Quatsch, er war 1 Jahr alt. Genau, und da zu der Zeit war mein Mann auch noch gerade auf Tournee, weil der ist auch Schauspieler. Und da ging das auch einfach nicht. Was ich ganz schwierig fand, war, wenn du dann 2 Angebote hattest und du hattest eh noch nicht so viel zu tun und die kamen ausgerechnet irgendwie auf den gleichen Zeitpunkt oder sowas, dann musst du irgendwie eine Sache absagen und sowas. Das fiel mir schwer. Aber mit der Organisation der Familie, ja, das hat sich einfach ergeben. Also die sind da quasi so mit reingewachsen. Und gab irgendwie nie den Punkt, ich bin jetzt irgendwie auch Mutter, deswegen kann ich nicht meinen beruflichen Weg gehen. Und mein Mann war auch so nett und hat dann eine Zeit lang einfach auch viel zu Hause gemacht. Und ich konnte dann auch irgendwie mal ein paar Tage weg sein oder so. Aber wie gesagt, das ging ganz langsam, dass es mehr wurde. Es war nicht so auf einen Schlag. Und jetzt sind die Kinder schon sehr selbstständig und ja, also ich hoffe, sie vermissen mich ab und zu, wenn ich nicht so oft zu Hause bin, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss oder so. Kurz und knapp, super, ne? Ich bin echt groß da drin. In mein Erstkontakt mit Audible war ja die NZZ, beziehungsweise NZZ Folio, das ist irgendwie so eine Beilage von dieser Zeitung und also so ein Audiomagazin, genau, so heißt das. Und das ging dann so eine ganze Weile und irgendwann kam dann jemand mal auf mich zu und sagte, hast du mal Lust, so ein Casting zu machen für uns? Wir suchen da auch mal Sprecherinnen für so andere Formate. Und dann dachte ich, oh Gott, ja, Casting kann man erstmal nicht schaden. Und dann habe ich das auch gemacht und dann ging das irgendwie ganz schnell. Ich weiß auch nicht. Also kurze Zeit später kam dann schon die Anfrage, ja, wir haben hier so eine Serie, Gestaltwandler, so, es ist so Fantasy und mit Liebesgeschichten, also so ein bisschen mehr für Frauen. Und da könnten wir uns vorstellen, dass du das machst oder dass das passt. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt und dachte, super, mache ich. Das ist toll. Das war einfach so auch von diesem, ja, eher so ein bisschen trockenen, informativen NZZ Themen, die ich auch total interessant fand, aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, so richtig in so eine Roman- oder Fantasy-Serie sich mal reinzustürzen. Und ja, da bin ich jetzt bei Teil 6, glaube ich, angelangt mittlerweile und es macht total Spaß. Auf der Bühne stehe ich in letzter Zeit ganz oft mit der Hörspielreihe Peter Lund. Also das wird auch immer gut, das ist immer anders und es ist immer improvisiert, wir haben fast immer eine andere Folge, aber es macht richtig Spaß und es ist halt so wieder so ein bisschen das Gefühl, ja, des Schauspielers auf der Bühne. Ja, da hat man so ein bisschen wieder diesen direkten Draht zum Publikum und so und das ist schon echt immer ein großer Spaß. Das war noch nie meine Art, also mich irgendwo
auf Veranstaltungen blicken zu lassen, Kontakte zu machen, also jetzt rein beruflich gesehen, mit dem Hintergedanken, oh, den solltest du vielleicht mal kennenlernen, der könnte dir ja vielleicht das und das verschaffen oder den Job verschaffen. Ich glaube auch nicht, dass man darüber Jobs kriegt, das glaube ich nicht. Ganz viel bei mir ist, hat sich entwickelt über einfach so Mund zu Mund. Das heißt einfach, mich rufen teilweise jetzt Leute an, Studios oder irgendwelche Aufnahmeleiter oder Produktionen und sagen, ja, wir haben Ihre Nummer von dem und dem und würden uns freuen, wenn Sie das und das für uns sprechen würden. Und das freut mich natürlich total, weil ich weiß, irgendwer hat mich weiterempfohlen. Also irgendwer fand mich nicht so schlecht, dass er dachte, ja, die kann das schon machen. Und das, also das ist eine Bestätigung meiner Arbeit, die ich ganz toll finde und ich total schätze und mich jedes Mal wahnsinnig freue drüber. Also immer, das nutzt sich auch dort überhaupt nicht ab. Ich mag menschliche Kontakte und ich mag Menschen und ich mag mich gern mit Menschen unterhalten, aber nicht mit diesem Hintergedanken, dass mir das beruflich nutzen könnte. Irgendwie kann ich das nicht richtig. Und dann denke ich, dann sollte man das auch lassen und denen überlassen, die das echt gut können. Und wie gesagt, es ist beides okay, finde ich völlig. Und ja, ich hoffe, es geht so weiter, so auf meinem Weg.